Bist du ziemlich, bist du sicher, du willst mich nicht angreifen? Bin mir ziemlich sicher, du willst mich angreifen. Ich bin eine Prinzessin. Ah, kommt. Ah. Natürlich. Ah, jetzt kommt eine epische Musik. Oh, jetzt kommt er mit der Dings an, sehe ich gerade. Stimmt. Aber weißt du, weil er war eigentlich gar nicht so schlecht jetzt gerade. Ja, ja, viel Spaß. Das kann er mich eigentlich nur mit Schweigen erreichen, ne? Ja. ja, das war jetzt nicht so geplant. Alter, ich muss doch hier mit ihm Erfahrungspunkte kriegen als Tänzer. Also warte. Das ist mir jetzt wert. Ah, hallo, ich brauche Erfahrungspunkte hier mit ihm. Soll ich denn sonst machen, mit ihm angreifen? ja, das hat ein bisschen gerade hier die Situation entschärft, sehe ich gerade. Warte mal, wenn ich mit ihnen dahin gehe, ne? Okanax, ah, magischer Angriff, Dreck. Ja, du kommst jetzt wahrscheinlich mit Schweigen um die Ecke, ne? Ja. Macht nix. Hab sowieso nicht geplant, mit dir anzugreifen. So, ich könnte ja eigentlich schon mal, ja, ne, ich habe eine Idee. Und den Kampf noch einfacher. Und zwar, wo ist er? Platzieren mal ein paar Doppelgänger. Und er kann auch. Guck mal hier. Okay. Aber von den einen. Also. Sagen sie sich nicht gegenseitig hochheilen. So, da wird lustig jetzt gleich. Ah, sie bewegt sich da oben hin ins Wasser. Die Gegner hauen aber auch echt nie daneben. Den aber hatten jetzt schon wieder eine Bewegung. Entschuldige, was? Okay, was für Dinge habe ich hier? Dich. Ich war eigentlich nur von den Bossen ja aufpassen. Hm. Aber wir machen das so jetzt, ne? Pass auf. Heil dich hoch. Bin ziemlich sicher, du hattest genug HP. Ich hab fast gar keinen Schaden gemacht, ne? Ah,
Ja, nein, ich wollte eigentlich meinen Tänzer hier einsetzen. Und unnötig komplexe Strategien hier, finde ich. Jetzt schon wieder voll. So, Problem ist, er wird jetzt gleich hier rumkommen, ne? Da würde ich gerne mal die Leute hier erledigt haben. So, wir können. Wen können wir denn mal abschießen, ja? Sollte definitiv neben den Dings hier stehen, neben den Hauptcharakter. Ja, gegen die beiden wird das nicht viel bringen, ne? Gegen ihn wird aber bringen. Aber dann hat er hat er sie wahrscheinlich wieder hoch, ne? Nochmal hier. Ja, okay. Aber Level 20 gleich. So. Da wird ein sehr gnadenloser. Sehr gnadenlose Konteroffensive, ja, gleich. Ja, ne, guck mal hier. Warte mal. Betritt meine Todesfalle. Dass sich gar nicht weiter bewegt. Zauberstab ist. Ah, jetzt ist er da runtergegangen, um den zu heilen. Ja, damit hast du mehr oder weniger jetzt gerade die Leute da oben umgebracht. Er hat meinen Klon verfehlt. Okay, okay, meine Klone haben gerade Schaden genommen, aber irgendwie sind die nicht gestorben. So, da war es mit ihr, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die halt überleben wird. Jawohl, meine Charaktere stehen gerade sehr doof. Aber sie wird ja wohl. Soll vielleicht mal gucken, kann ich überhaupt. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich die nicht ansprechen kann, aber kannst du mal versuchen, ne? Die Fußbewegung gerade gesehen. So, dann tanz mal für ihn. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wir können sie nicht ansprechen. Da gibt es bestimmt irgendwie einen Dialog oder so, ne? Du hast trotzdem das Donnerschwert, ne? Hi. Kriege ich ein Level up hierfür? Das wäre nicht schlecht. So viele Leute hier gerade sehe ich. Jemand hier einen Hammer oder so, Anna mit Name, aber okay. Aber warte mal, 30. Aber da müssen sie mit jenen ja getroffen haben, ne? Ha. Warte. Ist hiermit aus. Besser. Ich
Warte, mir nicht noch eine Orkanaxt gibt. Oh, Vehemenz. Ah, oh, perfekt. Oh. Bin sozusagen eine lokale Legende. Also ja, keine Gespräche hier. Dann haben wir dich einmal weg. Ah, noch nicht mal eine Unterhaltung. Leben. Ah, fast. So. Also ich muss definitiv hier mit Anna hier den Tanz einsetzen. Hm. Ich komme ja, glaube ich, gar nicht ran irgendwie. So, wenn ich das Donnerschwert von dir nehme, ne? Wie viel Magie hast du? Nichts. Ich könnte Dings einsetzen, ja, mein Dingen, ja, mein Ring. Und dann ja, mit dem Ding hier reingehen dann. Oh mein Gott, 3 Schaden. Warum nicht? Oh mein Gott. Nein. Er gefällt sich daneben. Ah, der hat schon Maximum. Mhm. So, Anna, für wen kannst du denn hier alles tanzen? Klone sind ja gerade voll im Weg, ne? Wer ist überhaupt in der Lage, sie zu erledigen? Ich glaube ja, ne? Aber ich kann sie nirgends mehr bewegen. Ich könnte sie... Wer sie 1, 2, 3, 4, ja. Oh mein Gott. Eine Verschwendung. Na, was soll's? Hey, dann kriegt sie vielleicht Dings, ne? Dann kriegt sie vielleicht hier aber ein Level up, aber. So. Oh. 51 Maximum. Sehr geil. Alle können sie ja gleich Klasse wechseln. So, oh, da ist natürlich einer unten. Ist klar. Du machst 19 Schaden. Du hast eine Abwertung. Ich weiß aus persönlichen Erfahrung, dass das nicht viel macht. Okay. Ja, sie eiskalt fertig macht. Ich würde am liebsten mit ihr ihn erledigen, aber geht nicht. Na gut, dann machen wir es so. Na komm. Na gut, oh ja. Also was hier? Vergesst halt immer in den letzten Momenten. Siege schon ein bisschen Overkill, oder? So, kann ich mal einen anderen den Kill aber geben, weil Heiler bekommt schon so relativ schnell
ihre Dingens, ihre Erfahrungspunkte. Mal mit ihm ja den Kill. Mal Zwillingsschlag. Was er sehen will. Okay, habe ich schon gewundert, warum die Kamera so ist. Double Demon Fang. Ja, so wenig Erfahrungspunkte. Ja, okay, sie war eine entwickelte Einheit, ne? So, dann haben wir noch. So, ich hoffe, du hast ihn sie nicht kaputt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das machst du nicht. Hier. Oh, ich freue mich so nach diesem Part, alle Charaktere wie weiter zu entwickeln. Ey. So, er hier. Ja, ich kann ihn sogar hier mit erledigen, wenn ich wollte. Macht das. Obwohl er hat ein Dings, ne? Obwohl ich habe Ike. Ah, ich sollte vielleicht nicht so schnell hier meine Charaktere dahin bewegen, ne? Okay, mal gucken, wie blöd der ist. Ob der irgendwie jemand anderen hier verstummt. Weil die in Reichweite sind. Ne. Oh Gott, ein Kritscher Treffer und ich bin sowas mal weg. Hab, Ivy kann ihn alleine im Alleingang erledigen. Oh nee. Ach. Dumm. Oh, der heilt ihn auch noch hoch. Oh, das werde ich so davon ausnutzen. Aber wie? Muss ich erst mal rankommen. Gerade was Schönes. Was er? Nein. Jawohl. Ah. Rosado, du musst das hier klären, habe ich so ein Gefühl. Wenn jemand anders kann, der fliegen. Obwohl hier eigentlich überraschend viele Leute am Fliegen sind. So, ja, bringt ihr nicht viel, wenn sich die ganze Zeit hochheilen. Ich stehe genau gegen jemanden, der Heilung braucht. Sehr gut. Bin schon fast überrascht, dass hier meine Ressourcen ja an Heilung noch irgendwie ausreichen. Naja, verballer ruhig deine Dinger. So, und jetzt teilen sie sich auf. Jetzt machen sie Fehler. Okay. Na, du hast noch zwei Schweigen. Da. Die heilen sich jetzt hier alle gegenseitig hoch, oder?
dich mit irgendwas erledigen, ja? Alter. Fragungsmutter. Ich kriege aber deutlich weniger Fragungsmutter, habe ich so Gefühl. Wie öfter ich das einsetze. Nein, ich hätte Unterricht stärker einsetzen sollen. Uah. Na, ich brauche ich nicht. Bin schon Level 20. Ist gar nicht auf uns losgegangen. Ah. Machst du nicht hier so unnötig kompliziert, Mann. Denn ja noch so kann ich einfach nicht erledigen, kann ich dich erledigen mit 28, gibt dann keine Erfahrungspunkte, aber ist mir egal, weil mein Gott, ich will einfach mehr hinter mich machen. Perfekt, war schon mal ein Heiler erledigt. Nächster Erfahrungspunkt. So. Wenn ich jetzt jemand mit Resistenz hätte, dann würde ich ihn dahin schicken, ne? Wie ihm, ja. Ich sehe sowieso voraus, er geht jetzt hier und verstummt wieder jemanden, ne? Anstatt hier irgendwie auf jemanden loszugehen. Nein, ich hätte Drachenader, ja, war ich hier eigentlich. Nochmal zurück. Also. Wagt euch hier reinzukommen. Ah, natürlich ist er außerhalb. Na, wenn ich hier hingehe, ne? Dann kommst du da durch. Cool. So. Jetzt hast du nur deine blöden Dinger. Hast du nur deine. Jetzt hast du keine Einfrier schweigen Dinger mehr. Das kannst du nur angreifen von Weitem. Kannst du damit doppeln? Wahrscheinlich ja, ne? Lass mal. Dann machen wir mal so, ne? Ja, du musst ja eigentlich auf ihn losgehen, ne? Wenn ich ihn dahin, habe schon wieder vergessen, die Drachenader. Weiß es voll die Verschwendung, aber könnte halt hier sehr viel einfacher machen, habe ich so gefühlt. So brennen, wie sie alle brennen werden.
Ah, Doppelregel. Mein Gott, ich vergesse hier alles Mögliche. So, ich bin bereit. Komm du hier rein. Ich wag dich, ey. Ich habe mir meine Todesfalle hier aufgestellt für dich. Extra. Tritt da jetzt gefälligst rein, ey. Wo ich einen Anfall kriege. Das gibt's jetzt nicht. Ich habe mein E-Tier dahin platziert. Sogar die Musik hat sich wieder resettet. Ach. Ich krieg hier einen Anfall, Mann. Jetzt sind wir da alle im Wasser gefangen. Mein Gott. Ja, jetzt natürlich. Warte, was? Oh. Cool. Auch die Musik gefällt wieder an. War awesome. Aber blöd ist, jetzt sind wir ja alle verdammt noch mal hier gefangen. Zum Lunaband, keine Ahnung. Mal auf Screen anschauen, was das macht. Super. Oder Niro, du kannst ja noch deine anderen Leute da oben hinfangen. Ja, aber wir sind schon Level 20, ich krieg keine Erfahrungspunkte mehr. Verschwendung. Daneben. Ich soll übrigens auch mal checken, ob ich ihn ansprechen kann. Ne? Ich nehme an, nicht, aber... Oh mein Gott. Ah. So, jetzt ist das jetzt 10-mal gefährlicher, ne? No. So, ich glaube, wir müssen ihn hier erledigen. Vor uns hier erledigt. Glaube nicht, dafür hat schaffen. Verdammt, ich wollte eigentlich gucken, ob da kann ich mit dir reden. Nein, alles klar. Ah, ich glaube nicht, das wird hier. Könnten dich mal erledigen, weil ich treffen, was wir tun. Ja, weil ein Zug mit dem Typen überleben, oder? Die letzten Worte. Okay, das reicht noch nicht mal. Okay, irgendwie. Na. Okay, hier wird aber ja, konnte nicht reden, ne? Ah. Letzte Worte machen willst, ist noch irgendwie so was mal sehen, ne? So lang im Kampf drin, ne? Ja. Wäre sehr viel hilfreicher, wenn er noch voll ab hätte. So, wir haben immer 5 erreicht. Kriege ich jetzt irgendeine Fähigkeit? Bei einige Klassen kriegen wir Fähigkeiten auf Level 5. Ja, sehr geil. Göttlicher Geist. Was ist das? Die Bündnisleistung der Einheit wird um einen Schritt verringert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet. Also die braucht einen weniger zum Aufladen.
Das Problem ist, er macht uns jetzt aber ja fertig, ne? Im nächsten Zug. Und ich krieg ihn nicht down rechtzeitig. Okay, 34 Schaden muss ich anrichten. Das sind 10 zu wenig. Ich muss mal kurz gucken. Wenn er mit seiner Stahlgroßsatz als erstes losgeht, ne? Dann dürfte das ja eigentlich machbar sein, ne? Weil er greift ja nicht als erstes an. Oh nein, da darf ich nicht machen. Ja, das schaffen wir aber noch. Ja. Mal schauen. Außer er kritisiert mich natürlich ein paar Mal. Ein Krit könnte die alles auseinander, alles vollkommen auf den Kopf stellen. So. Ich glaube nicht, dass er uns töten kann, wenn er mit seiner Großlanze als erstes auf ihn losgeht, ne? Dann kontert er mit 25 mit 6 Schaden. Das ist nicht genug. Kontert mit 12 Schaden. Ich muss hier noch ein paar AP abziehen, leider. Ne, das wird nichts. In der Platzierung, ja, ne? Er macht ihn mit einem Schlag jetzt fertig, ne? Mit der Stahlgroß 1942. Oh ja. Nee. Okay. Okay, er macht sie wahrscheinlich jetzt auffällig, ne? Weil ich sie jetzt mit Donner in Reichweite platziert hat. Doppelt sie jetzt, ne? Hm. Ah. Nee, das funktioniert leider nicht. Doppelt ihn noch nicht mal. Klingt so heftig. Oh mein Gott, da jetzt will ich ja. Mein Gott, ich finde, Gabriel ist schon lang genug. Er braucht jetzt nicht hier auch noch das also. So, was noch mal. So, er kann auch echt hier niemanden erreichen mehr, ne? Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte hier ihn rauspacken aus der Reichweite, ne? So, ich könnte ihn ja rauspacken, ne? Gleich geht halt Wasser wieder weg, ne? Okay, sie wird nur von dem Ding getroffen. Wir euch mal kurz alle ja weg. So, warum? Ach, da tut auch die Bewegung einschränken. Ah. Sag mir doch, Mann. Das ändert doch alles, Mann. So. Mit dem Speer hier hin. Ist ja eigentlich überleben, ne? Hey, was mach lieber? Wer aber definitiv überlebt, bist du. So. Ach, du bist ja auch noch da. Pff, ganz vergessen. Ja. Oh mein Gott, ich hau den sogar weg. Hätte ich lieber erst heilen sollen.
Ich sag Gefühl. Ja, und ihr seid jetzt alle tot. So, ich habe mal kurz den hier um, ne? Wo ich brauche ich gar nicht, nicht. Ist eigentlich egal, mit was ich angreife. So, ich will ihn aber nicht aus Versehen töten. So, du machst ihn ja platt. Ja, ah, hier muss ich in die Arena schicken, glaube ich. Und danach muss ich ja noch hier im Somniel alles erledigen. Ey. Mit seinem Hauptcharakter den Kill. Ne. Wenn er jetzt krittet, ne, wäre ein bisschen doof. Ich mach mal so. Aua. Kann er es wagen, Prinzessin anzufassen? Ohne zu fragen. So, er könnte auch hier noch mal reingehen, ne? Dann noch mal lieber sie. Sie können den eigentlich auch erledigen, ne? Voll einfach jetzt. Ja. Einfach, du kritisch, ne? War eigentlich nur ein Schlag hier mit meinem Hauptcharakter, ne? Für ein Level Up. Wir machen es mit einem Schlag. Wow. Perfekt. Perfekte XP-Verwaltung hier. Ja, ne? Da haben wir es. Ja, ne? Dann gehe ich mit der rein, mache nur einen Schlag, um mir die mal Level Up abzuholen und die Ability. Hoffentlich. Ne? Cool. Fast. Oh. Oh, so den Kill. Nochmal zur Sicherheit. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man am Ende irgendwie dann merkt, oh, einer ist mir doch gestorben oder ich habe vergessen zu laden oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Na, dann gehst du hier rein und pustest sie ihn weg. Mit der Steiner mit gut aus wie ein paar Pobacken. Ja, sehr gut. Ja, ich bin zufrieden. Das Level war ganz schön happig an einigen Stellen, aber trotzdem sehr gut. Fogado und Lucina. Wir haben voll viele Charaktere, die jetzt einen Klassenwechsel durchführen können. Ich freue mich so weiter. So viele neue starke Charaktere. Und der Part wird definitiv so in 3 Parts irgendwie eingeteilt, weil mein Gott, und schon drei Stunden, drei Stunden 20 Minuten. Sie sehen so wütend aus. Okay. Das war's. Nicht, dass ich mich beschwer. Part schon lang genug, aber okay. Ach ja, da gibt es ja auch noch. Oh.
Farben des Ozeans erinnern mich an die Mineral meiner Heimat. Stehe ich. Mit dem Wohndach im Schilf. Ach. Stimmt, wollte schon sagen. So, ich brauche mal ein paar entwickelte Magier hier. Ich merke gerade, sie ist nicht klassenwechselbereit. Links ist nicht hier, Klamm ist nicht levelbereit, sie ist noch nicht levelbereit. Warte mal, wenn ich dich noch mal anspreche. Okay. Sind wir komisch, einige haben irgendwie spezifische Bemerkungen zu den Orten und einige haben irgendwie, weil nicht. Wenn die dann überschrieben, wenn ich irgendwie die mitgenommen habe und die dann irgendwie sich freuen, so, oh, ich habe voll viele Leute erledigt. Ich habe das Blut von Tausenden an meinen Händen. Ups. Oh, du bist Klassenwechselbereit, hallo? Ich wäre wahrscheinlich 4 Parts hier, wenn das so weitergeht. Ich weiß noch nicht, wie ich das handhabe. Die Sache ist, ich will natürlich nicht zu lange Parts machen, sagt er, nachdem irgendwie 1,5-stündige Parts hochlädt, ne? Aber ich will auch nicht irgendwie zu kurze Parts machen, weil das würde bedeuten, ich müsste irgendwie viel länger Pause machen, um das Spiel wieder spielen zu können, ne? Aber ich will das Spiel spielen. Außerdem, das ist immer so eine Sache, ne? Entweder werden die Parts länger, und dafür weniger Parts an sich, oder Parts sind kürzer, aber dafür mehr Parts, ne? Aber wenn ich zu kurze Parts mache, dann bedeutet das, ich tue die ganze Zeit, du bist die ich gerettet habe, ne? Aber wir sind sogar in dem Häuschen hier. Ja, ne, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Wir sind genau in dem Level, was wir gerade gemacht haben, ne? Ich meine, natürlich sind wir da, ne? Aber so 1:1, ne? Ist mir schon mal irgendwie früher aufgefallen, aber ich habe da irgendwie noch nie angesprochen. Okay, neben dem Muschel mit, füge sie der Sammlung hinzu. Südweltkatze, komm mit mir. Laurich Salem. Der spricht, das ist wahr. Ich kann zaubern, ulala. Okay. So, hier sehe ich auch noch ein Tier. Sagt, sonst wird er sich gerade irgendwie vom Acker machen. Ich wurde bemerkt. Dude. Klappen seine Beine sich so aus seinem Körper aus. So funktioniert aber Vögel, ne? So, ich weiß immer noch nicht, was ich mit dir machen soll, ne? Ich hatte ihn ja schon mal onscreen hier entwickelt, aber dann habe ich da noch mal geladen, weil ich mir nicht sicher war. Ich will nicht zwei Kampfmönche haben, die exakt gleich aussehen, weil wenn ich ihn zum Kampfmönch mache, ne, er hat genau die gleichen Klamotten wie Fram, nur halt in grün. Wenn ich ihn zum Oberpriester mache, hat er komplett einzigartige Klamotten, aber ich finde irgendwie als Kampfmönch wäre viel besser, ne? Außerdem haben wir Kampfmönch nicht viele zur Auswahl, ne? Also Leute mit Ki-Adept Fähigkeiten, so wir haben alles, ne? Wir haben jetzt einen Tänzer und wir haben Fram, die haben Ki-Adept, also diese Fähigkeit, andere Leute zu beschützen. Oh, das sind Bösewichte. Plus Vale. Ich kämpfe bestimmt als nächstes, ne?私に味方なんて絶対にしないと思ってた。侵害ですわ。確かにソンブル様は私の主ですが、最近のあの方のご命令には思うところがございます。そうだよね。パパは人を殺すことを何とも思ってないもん。でも私にも同じ血が流れてる。 誤解されても当然なのかな。お可哀想にベイル様。
Ja, glaub lieber uns. Wir sehen wie, wie freundliche Leute aus, ne? Mein Geschwister. おかしいですわね。ベイル様はソンブル様の唯一の巫女。ご兄弟などいらっしゃらないはずですが。いるわ。一度だけ会ったことがあるの。これを見て。ああ、美しい。宝石ですか。まるで流石のようですわ。オッケー、あ、今回も会えんだ。von 泣いてる私に石をくれて言ったの。共にいることはできませんが、私はあなたの味方です。辛いことがあれば思い出してください。この石が砕けない限り、私はどこかで生きていますからって。石はこの通り今も砕けていないわ。 Und ich bin dein Bruder, ne? Aber er würde aber deutlich wieder auf vom Dämonendrachen, ne? わかりましたわ、ベイル様。フィレネで用が済んだら、次はその方を探しましょう。ありがとう。ずっと一人で探してたから、すごく助かるよ。ベイル様、フィレネが見えてまいりましたわ。お話も一段落したことですし、気分転換にご覧になってきてはいかがです。 Und niemand hat irgendwie so zusammengefügt, dass ich das sein könnte. Da böses Ich war wahrscheinlich hier der mit den roten Haaren, ne? Was wir übrigens noch nicht gesehen haben, ne? Also im Intro reingepackt. Also wir sind wahrscheinlich von Sombron hier der dafür Erika, ne? Und da hat sich noch was verbunden. So, Erika, Fenster Ruinen. Welcher Level ist das? Der finale Kampf sein. Ich habe Fire Emblem 8 nicht mehr so im Kopf. So, Level 3. Gut, dann machen wir aber noch hier weiter im Somni. Oh. Und gucken da mal, was wir da noch machen können, ne?
So, die Story spitzt sich zu. Weil nicht. Wie gesagt, ich habe schon gehört, irgendwie die Story soll nicht so gut sein, aber was soll man machen, ne? Ich erwarte jetzt hier kein Epos oder irgendwie so. Ja, Leute sollen mal irgendwie ihre Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ich habe neues freigeschaltet. Flohmarkt, neue Ware, Boutique, Laden, neue Ware. Checken wir mal ab. Ich habe noch keine Klamotten drauf. Ich habe noch gar nicht angesprochen, was ich hier anhab, ne? Irgendwie so Sachen, die ich mal bekommen habe. Nein, kaufen. Einfache Badebekleidung, ideal zum Schwimmen, Trainieren und Sonnenbaden. In ihnen macht man stets eine gute Figur. Zwei Versionen. Na klar. Ich meine, wir kamen gerade aus der Strand-Episode, ne? Wieder bei Mädels aus. Alles klar. Im Vergleich zu dem Einteiler ist er, glaube ich, ne? Das ist der normale Badeanzug. Habe ich schon gewundert, wann irgendwie so Fanservice-Klamotten geben, ne? Bestimmt auch irgendwann so Dienstmarkt-Klamotten oder so. Oh, ne, das ist wahrscheinlich DLC irgendwann, ne? Pass auf. Wenn man so ein Klassiker ist bei den Tales of Spielen auch immer so. So, Erneuerung kann man sich unendlich kaufen. Heilmittel, Zweitsiegel, Meistersiegel. Wie viele brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? So, da machen wir. Ich möchte in der Ringkammer mal hingehen. Weil Flohmarkt hätte ich auch abschicken sollen. Und Unterstützungen. So, holen wir uns erstmal ein paar Ringe, ne, vom Fire Emblem 8. Story habe ich zwar nicht mehr so im Kopf, aber die nach Mikaya fehlt noch. Okay, ist doch nicht alt gegen neu. Mikaya ist immer noch auf der Gegnerseite und dies vom 10. Teil. Von daher, aber sonst sind das alles die ersten Teile. Ist eigentlich, wie schwer es ist, irgendwie an die älteren Teile vom Fire Emblem dran zu kommen. Die sind noch schwieriger irgendwie dran zu kommen als die Tales of Spiele, weil irgendwie nie die irgendwie remaken oder irgendwie als so Virtual Title Konsole, Virtual Console Titel oder so rausbringen. So, Marissa, die Schwertmeisterin, Kämpferin, wie lange gebe ich voll schlecht sein, weil ich nicht so in Erinnerung habe. Da kriege ich sie noch bei, ja. Okay, die Charaktere, die kenne ich natürlich auch. Garrick, der Söldner, der war gut, der war stark. Da ist er noch mal. Da ist er noch mal. So, Amelia. Amelia ist mehr oder weniger, was John war. Weil sie ist noch schwieriger zu trainieren, weil sie Rekrutin ist. Ross auch. Da waren so Trainingseinheiten, die irgendwie zweimal hochgelevelt werden müssten. Ines. Das war ein Scharfschütze und ein Prinz. So. Weiter. Wow, da war sie gerade ein bisschen am Längen. So, Tana, Pegasus Ritterin. Ohne Prinzessin. Media. Tana. Ines. Joshua. Ja, da ist er. Mir mit ohne Glücksspieler, den hat man rekrutiert, indem man mit Natascha mit ihnen angeredet hat. Und er greift keine Ladies an, habe ich nie gewusst. Man kann die einfach in dem ja, wie spricht man ihren Namen aus? Ne? La Rachel, ja, La Rachel, glaube ich, auch eine Prinzessin. So, auf jeden Fall zwei Charaktere, Ross. Wer könnte da, fehlt definitiv Ephraim. Ephraim ist bestimmt vorne. Na, Seth. Natürlich. Seth ist, was Wanda in diesem Spiel ist, also eine weiterentwickelte Einheit. Aber der Typ ist auch voll stark, der hat voll gute Wachstumswerte. Mit dem Typen kann man wortwörtlich das gesamte Spiel soloen. Ah, Loot, jawohl, cool. Magierin.
die exzentrische Magierin. Na Gott, wenn ich das Spiel noch irgendwie in Erinnerung hätte, dann würde ich jetzt einige Zitate hier irgendwie ablassen. Aber es gibt so viel Gerede in Fire Emblem, kann ich mir halt nicht mehr. Weil im Radiant Dawn kenne ich einige Zitate noch. Sorry to drop in unannounced. Also irgendwie ja, A04 vor Celgius aufgetaucht ist und sich von den Falken Lagus alle tragen ließ. Celgius hatte voll die komische Stimme, ey. Ich glaube nicht, ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Celgius, der Kommander dieser Armee. Ja, da voll die irgendwie die Stimme, die kommt mir bekannt vor, aber ich vor allem die war auch deutsch, ne? Vor allem Radiant Dawn war ja komplett auf Deutsch und die hatte so eine, die klang ein bisschen generic, so im Sinne von, die hat man definitiv schon mal irgendwo gehört, aber keine Ahnung, ne? Was wollte ich mal? Flohmarkt, wo ist Flohmarkt? Flohmarkt ist eigentlich auch interessant, weil boah, ich finde den nicht da unten links. Oder? Mein Gott, der Flohmarkt ist ehrlich gesagt auch interessant, weil da sind manchmal Gegenstände, die man kaufen kann, die kosten irgendwie so 10 Gold oder so, ne? Ich habe schon oft irgendwie darüber nachgedacht, soll ich mir da von mal ein paar eine verbesserte Angel zum Fangen mittelgroßer Fische bricht nicht so schlecht, da sie recht biegsam ist. Yep. Okay, hier zum Beispiel Linsenblumen. Also hier gibt schon sehr billige Sachen, die man sich holen könnte, und die geben dann bestimmt irgendwie sehr viel Supportpunkte. Wenn ich davon, weil ich 5 oder so kaufen würde und so auf 100 hochrunde, ne? Auf 1000, ne, doch auf 100. Aber ich finde, das ist relativ easy, hier schon Supportpunkte zu kriegen. Da sind ja nur Supportpunkte zwischen meinem Hauptcharakter und mein, jetzt kann ich 6-mal angeln. Oh, okay. Dann mach ich aber auf Screen. Ich nehme es nicht an, dass da jetzt ein Unterschied ist, ne? So. Supports. Nein. Kein Support, bis auf die beiden. Ja, kann ich soll vielleicht mal trinken. Ich habe die ganze Zeit nichts getrunken während der ganzen Aufnahme. Soll ich vielleicht mal machen. Meiner Kehle geht's Gott sei Dank ein bisschen besser schon. Da ich jetzt hier 3-4 Parts locker aufgenommen habe, werde ich sowieso jetzt genug Zeit haben, meine Stimme zu erholen. オアシスに設置するのはいかがでしょう。それなら、フォガート王子が不在でも自動的にならずものは立ち去ります。いいアイデアだ。もちろん、私です。え、君が。私は工作が得意なんです。幼少期から欲しいものは全部自作してきました。今回の道具も作れると思います。 すごいな。じゃあ必要な材料とかあったら言ってくれる？その辺に落ちているゴミや木の枝があれば十分です。ええ。早速取り掛かります。王子は材料の収集をお願いします。お、分かった。とりあえずいろいろと集めてみるよ。え、本当にゴミでいいの？ゴミ拾いしてくればいいの？ Okay, dann noch ein Abstecher in die Arena. Habe ich irgendwie Bandgespräch oder so? Ja, ne? Ja, guck mal hier. Wollte schon sagen. Alpaka Kijo nara, ore wa dare ni mo makeru ki wa shinai ze. Rin-san, ore no yūshi wo mite. Rein mit Alpakas in die Schlacht. Alpaka Kijo.
Jetzt kann er Geschicklichkeit plus 2 lernen. Ja, die Hirten. Das zweite Mal, dass ich irgendwie das Wort Shepherd irgendwo in einem Rollenspiel gehört habe, nach Tales of Zestiria und Berseria. Ehrlich gesagt schon davor, weil Awakening habe ich auch vorher gespielt. Kann man vorher raus, ne? So, irgendwann habe ich hier wieder. So, ja, ich habe mal meine Visitenkarte irgendwann mal bearbeitet. Habe ich noch nie gezeigt, ne? Boom. Gutes Bild, ne? Keine Ahnung, da kann man irgendwie. Das wäre so für Online-Spielen, ne? Damit du irgendwie so zeigen kannst. Ja, wen hast du alles schon? Luis habe ich am meisten platziert. Neben meinem Hauptcharakter, welcher ja gezwungen ist. Okay. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Kann nicht sein. Okay, cool. Dann gehen wir mal in die Arena. Ich mache dann hier direkt noch alles Mögliche, Mann. Weiß nicht, in wie viele Parts das hier reinschneiden werde. 3 mindestens. Also weit vom Raum, vom Geist und Zeit, ne? So, ich selber nachdenke. So, wir brauchen jetzt hier noch. Einige Leute sind sehr knapp an dem Level ab, ne? So, ja, ist Level 19, da brauche ich. Ja, die Sache ist jetzt natürlich, ne? Chimera müsste ich mal irgendwann hier benutzen, aber jetzt haben wir die Charaktere alle aufgeholt langsam. Ich überlege gerade, wenn ich jemanden auf Level 19 hier hochlevel, ne? Sie zum Beispiel, dann werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sie nicht mehr platzieren, sonst nur exklusiv durch Arenen hier hochleveln dann, ne? Wie viel brauchst denn du? 61. Also wenn sie vielleicht 2 gewinnt, ne? Könnt sie vielleicht auch levelbar sein, ne? So, ich nehme mal eine bessere Waffe hier, wie zum Beispiel Feuer 3, 25, 18. Ne, das ist stärker. Oh, dann gehen wir rein. Ich hoffe, du gewinnst jetzt hier ein paar Mal. Und dann könnten wir dich auch hier. Könnten wir dich auch hier leveln. Oh nein. Gott. Obwohl, wenn sie nicht krittet. Sehr gut. Eine stärkere Einheit. So, okay, ja, sie kriegt definitiv noch hier ein Level up. Stimmt, die waren ja auch. So, B. Haben die aber noch normale Klamotten gemacht, um irgendwie Arbeit zu sparen, ne? So ein bisschen. Da müssen die ja jedes Mal programmieren, ja. Mach diesen Support mit diesen Klamotten und diesen Klamotten, ne? Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Außerdem sehe ich dann auch, wie die Charakter damals noch mal aussahen, ne? Dann geht irgendwie Ettis bauchfreies Design nicht verloren. たくましく変わられたご兄弟の姿、今でもはっきりと覚えていますわ。そして、
私はアルフレッド様の進化となり筋肉鍛錬を進められ今ではすっかりこの通り。エーティエン、どうかされましたか？あなたやっぱり手が震えているわ。もしかして具合でも悪いの？何か病気でも？違いますわ。ただティーカップが重たいだけですの。それはもちろん知っているわ。あなたはお兄様の進化となってからは鍛錬といっては鉛入りのティーカップを使っていた。でも最近は手が震えたことなんてなかった。いつも軽々と持ち上げていたじゃない。セリーヌ、実はティーカップを新調したのです。え、持ってみてくださいませ。何この重さ。ちょっとした砲丸より重たいわ。職人に頼んで作っていただいたんですの。これでさらなる強化が期待できますわ。はあ、こんなティーカップでお茶していたら手が震えて当然。いや、ちょっと重さだ。そういうわけでございます。そうね、ザイツ、エーティエに何かあったら私はきっと立ち直れないわ。セリーヌ、心配をかけて申し訳ありませんでしたわ。いいの、何事もなくてよかった。また一緒にお茶をしましょうね、エーティエ。Okay. Na, weiter mit dem Training, muss ich sagen, ne? So, wenn sie jetzt noch einen Sieg bekommt, wäre nicht schlecht. Uff. Obwohl. Okay, wenn ich beide treffe. Na, natürlich. Oh, ich hätte jetzt vor Level Up jetzt hier bekommen können, ne? Ach. Ah, ne, jetzt macht tut mir nicht an jetzt. Gegen wen kämpfe ich? Oh Gott. Obwohl, okay, den schaffen wir. Gott sei Dank. Obwohl, doch, okay, ja, okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich habe das Gefühl, ich hätte mehr Erfahrungspunkte von ihm bekommen können. Super, jetzt ist ja auch Level 20. Sehr geil. Kein Gespräch, okay. So. Na gut, dann. Das ist der beste Teil meiner Meinung nach. Jetzt kann man nämlich Charaktere Klassen wechseln lassen. Wen fangen wir denn an? Lapis. Weil ich schon so lange irgendwie. Weil ich schon so lange darauf einmal hinweite. Sie wird so ein Schwertmeister. Meisterhafte Schwertkämpfer, die Angriffe haarscharf ausweichen und dann verheerende Vergeltung üben. Erlaubt der einen, einen benachbarten Gegner anzugreifen und sich danach das Feld gegenüber den Gegner zu bewegen. Also so klassischer Schwertmeister-Move, ne? Man schlitzt einfach so durch den Gegner durch. Dann auf der anderen Seite, ne? Nehme ich an. Wow, sie kriegt eine Menge. Sehr cool. Sie kann nicht zum Held werden. Ich habe gedacht, sie würde irgendwie zum Held werden. Ich glaube, wenn die eine einen Korbschlag ausführt, trefft sie zweimal an. Oh. Sie sieht irgendwie so mehr aus, als wäre sie ein Held. So vom Design, ja. Okay, mach mal Schwertmeister, ne? S-Rang. Jetzt bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass ich ihr die ganze Zeit ein Wodau gegeben habe. Also diese Samurai-Klinge. Das Katana. Oh. Sehr cool. Ist die Kleidung neu? Oh nein, warum zieht ihr denn sie jemanden wie mir über? Ja, die. Die Schwertmeister in dem Spiel sehen nicht so Overkill aus wie in anderen Spielen. Vor allem im Fates hatten die irgendwie nur so, weil nicht vier Schwerter irgendwie an der Hüfte hinten. Kämpfen irgendwie zwei Schwerter, fand ich ein bisschen lächerlich. Finde ich schon ja so viel besser. Sehr cool. Figur 9. Jetzt kann sie viel bessere Waffen auch noch ausrüsten. Sie hat kritische Treffer von 70.
all there. So. Serena haben wir zwar gerade erst bekommen, aber das war sie jetzt wie Dame. Magiekundige Schwertkämpferin, besonders effizient gegen feindliche Magier. Kann auch Stäbe benutzen. Neue Heilerin. Ignos, während des Kampfes können Magieattacken 50% der Stärke hinzugewinnen oder 50% der Magie den anderen Attacken hinzugefügt werden. Ah, okay. Dann ist er voll broken dann. Das heißt, wenn ich mit ihr dann, wenn ich mit ihr Magie angreife, dann kann ihre Stärke irgendwie, also die Hälfte der Stärke auch darauf gepackt werden. Und da sie hat ja schon beides voll gleich viel, das ist ja richtig geil. So. Mal kurz gucken hier, so. Was sind wir mit so, weiß nicht. Ich meine, die Dame ist offensichtlich irgendwie, ja, da müsste sie Magier werden, aber sie ist eine Adlige. Okay, ja, dann hat sie das schon erledigt. So, also ich kann Stäbe benutzen, cool, aber noch eine weitere Heilerin. Cool. Sie sieht fast gleich aus. Immer noch ihr BH-Top. Mir regt sich Macht. Ich werde alles daran setzen, sie zum Erblühen zu bringen. Ah, jetzt kann sie auch Stäbe benutzen. Sehr gut. Ich liebe es, wenn Magier Stäbe benutzen können danach. Und jetzt kann man sogar, in dem Spiel gibt es ja keine Waffenlevel. Das heißt, man kann nicht aus Versehen irgendwie Stablevel auf S bringen und dann keine Magie mehr auf S bringen. Was dann bedeutet, man kann keine S-Rang-Magie einsetzen, wenn man zu viel heilt, was ich immer gemacht habe. So, da haben wir einmal ihn. Ich muss mir einen Meistersiegel kaufen. So, Rittmeister. Okay, wir haben jetzt zweimal Rittmeister: einmal Axt und einmal Lanze. Okay, warum sollte ich jemals Axt nehmen, wenn ich mit Rittmeister Lanze auf S-Rang mit Lanze komme? Davon mal abgesehen, hat er die ganze Zeit hier schon, ist er die ganze Zeit schon hier mit Lanzen am rumlaufen, ne? So, ich überlege gerade, wann da ist ein Rittmeister mit Axt, ne? Okay, ich meine, einfaches, da einfach auch eine Menge Werte sehe ich gerade. Ja, Rittmeister mit S-Rang auf Lanzen natürlich. Jetzt reitet er gleich so auf so ein Alpaka. Boah, guck mal, wie er jetzt aussieht. Wie das Pferd jetzt aussieht, voll geil. Was meint ihr, sich gut aus? Ich glaube nämlich schon. Boah, er sieht viel cooler jetzt aus. Boah, ich liebe diese Rüstung. Sind stark gegen Magie. 8 Resistenz. So, wie viele brauche ich denn noch? Anna war noch, ne? Anna Fogado, glaube ich. Ja, Anna Fogado. Ja, Anna und Fogado. Oder? Ja. Fogado hat dann wahrscheinlich auch eine einzigartige, ne? So, ich muss mir mal ein Meistersiegel kaufen oder zwei. Unsere Charaktere werden jetzt so viel stärker, immer und immer stärker werden sie. Er unterrichtet seine Studenten weise und führt sie durch ein Zeitalter des Krieges. Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum der Magister genannt wird. Müsste irgendwie der Mentor oder der Lehrer oder irgendwie sowas sein, ne? So, wie viel habe ich? 0. Oh, tut ein bisschen weh in der Geldbörse, aber was soll's. So, Fogado, weil bei dir nehme ich an, Amor, mi amore,
charmanter Bogenritter, der sowohl Bogen als auch Schwert gelassen führt. Spielt gerne mit den Gegnern. Gleichfalls kontert die Einheit, kann sie zusätzlich Schaden zufügen. Gleich 50% des erlittenen Schadens. Chance in Fähigkeiten. Chance in Bändigkeit. Also 20%. Sehr cool. Aber kein S-Rang in Bögen. Okay, er bekommt 10 Werte. Er bekommt in allen 1. Ne, Resistent bekommt er 2. Und Magie. Ich glaube, er ist gut mit dem Sonnenbogen. Ich habe so einen Bogen, der Magie-Schaden macht. Den habe ich ihm, glaube ich, auch ursprünglich gegeben, ne? Aber der wiegt irgendwie eine Tonne. Ich werde meine Macht nutzen, um alles für diejenigen zu tun, die ich liebe. Meine Gegner werde ich alle töten. So, dann Anna. Los geht's. So, Berserker oder Krieger. Das ist schon wieder schwierig, ne? Was mache ich mit ihr jetzt? Krieger hätte sie B-Rang. Nur A-Rang mit Äxten. Da würde ich schon irgendwie drauf eher tippen, weil einfach nur, weil frühere Versionen von Anna hatten auch oft Bögen. Für die Einheit ein Schmetterschlag aus, stößt sie als Ziel 2 Felder weit weg statt ein Feld. Da ist wahrscheinlich wieder so eine Sache, da werde ich hier offscreen nachschauen und mich offscreen entscheiden, in was ich sie verwandle, ne? Lass mich mal butschen, ja, abchecken. Warte mal, was ist sie? Sie ist ein Berserker, okay. Sie ist ein Berserker und butschen, was kann er werden? Butschen. Okay, er kann auch zum Berserker werden. Dann hätte ich ja 3 Berserker und keinen einzigen Krieger. Ich habe das Gefühl, aber das Spiel will von mir irgendwie, dass ich eher sie zu einem Berserker mache, ne? Weil irgendwie oben ist. Aber da werde ich mich definitiv auf Screen nochmal entscheiden und nachschauen, ne? So. Ich mache sie mal jetzt zum Berserker, ne? Aber ich werde sie wahrscheinlich beim nächsten Mal zum Krieger hier entwickeln. So, warte mal, sie bekommt S-Rang in Äxte mit Berserker. Sie hat S-Rang in Äxte. Ich nehme an, er hat auch S-Rang, ne? Ja. Einfach nur, damit wir auch einen weiteren Bogenschützen hätten, würde ich sagen, ne? Aber ich mache sie erstmal zum Berserker. Ich muss einfach mal sehen, wie das aussieht. Aber im nächsten Mal ist sie wahrscheinlich ein Krieger. Mal schauen. Boah. Habe ich auch meine alte Kleidung im Laden verkaufen kann. Ich meine, alte lang Kleidung im Laden verkaufen kann. Irgendwie sieht sie jetzt voll. Weil nicht. Es wäre sie irgendwie auf die Bösewichter Seite. Keine Ahnung. Ja gut, aber bei ihr werde ich dann wahrscheinlich dann nachschauen auf Screen, wie sie als Krieger aussieht. Vielleicht mache ich sie als, vielleicht ist sie beim nächsten Mal ein Krieger, ne? Einfach nur, weiß ich nicht, damit wir noch einen weiteren Bogenschützen haben. Also so viele Axtkämpfer haben wir eigentlich auch nicht, ne? Keine Ahnung, ich lasse mir schon mal einfallen. Ich würde aber sagen, das war's für heute, ne? Weil, mein Gott, ich bin jetzt hier 4 Stunden gleich. Gleich schlägt die 4. Stunde schon bei mir auf der Aufnahme. Und, ja. Ich finde, wir haben heute eine Menge erreicht. Ich war langsam wie eh wahrscheinlich, ne? Deswegen sind die Parts alle so lang, aber was soll's, ne? Strategie nimmt halt seine Zeit, ne? Ich weiß nicht, wie viele Parts das hier sein werden. 3 mindestens. Vielleicht 4. Mal schauen. Mal gucken. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, jetzt lasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen.
Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.